So Leute, die erste Folge kam sehr, sehr gut an. Wird Zeit für die zweite. Was gibt's Neues? Ja, es gibt schon ein paar Games, die ich testen könnte. Also so ist es nicht. Ne? Ein bisschen was ist rausgekommen. Ja, es gibt auch schon ein paar Filme, die so rausgekommen sind, über die wir sprechen könnten. Mhm. Naja, ein paar News hätten wir auch, was ein Video wert wäre. Ja, stimmt. Dann können wir eigentlich Folge 2 drehen, oder? Jo, ja, bin ich auch der Meinung. Lass machen. Let's go. Was geht ab? Ich bin Max. Das ist der Marco. Und willkommen zur zweiten Folge von Nerd TV. Heute haben wir wieder ein paar Leckerbissen für euch. Im Gaming-Bereich reden wir über The Division 2 oder Devil May Cry 5. Im Filmbereich haben wir auch zum Beispiel Captain Marvel und eine Netflix-Serie, zum Beispiel Titans. Und das seht ihr jetzt in der Folge. Viel Spaß. Ja, gleich Anfang des Monats gab es schon ordentlich was auf unsere entzündeten Augen. Und zwar meldete sich Capcom zurück mit einer längst totgeglaubten Reihe. Und zwar Devil May Cry. Es kam Devil May Cry 5, gleich am Anfang des Monats. Ich habe das Ganze natürlich ausprobiert, oder wir haben das Ganze ausprobiert. Und wie das war, erzählen wir euch jetzt. Hättest du jemals gedacht, dass nochmal ein Devil May Cry kommen würde? Tja, ich auch nicht, aber das ist dann tatsächlich doch passiert. Nachdem so viele Fortsetzungen kamen, hat sich da Capcom auch nicht lumpen lassen und dachte sich, alle guten Dinge sind 5. Naja, eigentlich 6, aber das erzähle ich ein anderes Mal. Und hat einen 5. Teil von Devil May Cry gemacht. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist bloß, ist der 5. Teil genauso gut wie die Vorgänger? Können auch Neueinsteiger daran Spaß haben? Und was für Verbesserungen bringt der neue Teil mit sich? Wir haben uns da mal schlau gemacht und das Ganze ausprobiert und erzählen dir jetzt einfach mal alles. Aber bevor wir auf das Gameplay eingehen, hier nochmal ein paar Worte zur Story. Diesmal geht es um einen gigantischen, riesen Dämonenbaum, der sich von Menschenblut ernährt. Und deshalb kommen unsere Lieblinge Dante und Nero und versuchen den Anführer dieses Baumes zu besiegen. Alleine das Intro hat mich schon irgendwie begeistert und fasziniert. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Und eins kann man diesem Game wirklich lassen, die Grafik ist wirklich geil. Und die Dialoge, naja, die sind auf Englisch, wie man es halt einfach kennt. Aber es gibt einen deutschen Untertitel. Das Kampfsystem lässt sich übrigens auch sehr, sehr flüssig steuern, muss man sagen. Und ich hatte damit wirklich wenig Probleme. Und wenn dann erstmal der Devil Breaker zum Einsatz kommt, dann wird's richtig lustig. Aber seht selbst. Leider hatte Devil May Cry nicht nur positive Seiten, sondern auch ein paar negative. Wie zum Beispiel, ständig kam eine Story-Sequenz, was ja eigentlich noch ertragbar ist, aber ständig kamen irgendwelche Beschreibungen, Charaktervorstellungen und wie schon gesagt, jede Menge Story-Sequenzen. Was ich leider auch sehr schade fand, war, dass alle Maps bzw. Missionen irgendwie schon fast alle gleich waren. Also alle immer relativ eintönig und schlicht gehalten und leider auch nicht besonders viel Abwechslung. Und natürlich, wie ihr euch das vorstellen könnt, wurde es dann nach einer Zeit auch ein bisschen langweilig. Aber die Langeweile wurde wieder relativ schnell behoben, weil es dann Charakterwechsel gab. Wie zum Beispiel, dass du auch ab und zu Dante zocken kannst und der ging sogar noch flüssiger als Nero und hat auch einfach richtig Spaß gemacht, mit ihm zu zocken. Da hat man dann Dante schon so ein bisschen vermisst. Um die guten alten Zeiten. Und dann gab es auch noch einen neuen Typen, einen unbekannten Typen namens V oder V. Der zum Beispiel hatte wieder ganz, ganz eigene Charaktereigenschaften. Auf jeden Fall, als ich dieses Game gezockt hat, habe ich Devil May Cry-Vibes gespürt. Doch ob es wirklich so gut war, die Reihe wieder aufleben zu lassen, da bin ich mir nicht sicher. Schreib uns doch in die Kommentare, was du davon hältst. Aber nicht nur das ist passiert, sondern auch The Division hat eine Fortsetzung bekommen. Du hast es doch letztens sogar gestreamt, richtig? Ja, habe ich gestreamt auf Twitch. Und wie ist der erste Eindruck? Das kann ich dir sagen, aber nur in der Bewertung. Keine Kompromisse. Wir werden uns nicht ergeben. Ach ja, endlich. Endlich ist The Division 2 draußen. Jetzt erstmal einen Charakter erstellen und los geht's. The Division ist schon wie seinen Vorgänger ein Loot-Shooter. Das heißt looten und shooten. Der erste Teil war auf jeden Fall etwas, was sich sehen lassen konnte. Und der zweite Teil ist um einiges flüssiger gelaufen als der erste. Die Gegner sind ungefähr das Doppelte von dem, was im ersten Teil vorkam, da die dich gekonnt flankieren können. Die Grafik ist auf jeden Fall der Hammer und ist mit Liebe zum Detail gemacht. Die Story kann sich auch sehen lassen. Im ersten Teil ist eine Seuche ausgebrochen und im zweiten Teil passiert das auch. Lol. Allerdings nicht in New York, sondern in Washington DC und anstatt Winter ist es Sommer.
Also sprich, was richtig Innovatives. Das Spiel ist auf jeden Fall anspruchsvoller als der erste Teil, muss ich sagen. Und wisst ihr noch, wo wir gesagt haben, dass uns das aufregt, wenn Games unfertig auf den Markt kommen? Ja, das ist mal wieder auch hier der Fall. Aber das zeigen wir dir einfach mal. Siehst du, was ich meine? Naja, aber mal zurück zum Thema. The Division 2 ist trotz seiner Fehler ein richtig gutes Spiel geworden, das aber auch am meisten bockt, wenn man es zusammenspielt. Es wurden ja auch noch 3 kostenlose DLCs angekündigt. Also wir sind begeistert von The Division und wir können dir auf jeden Fall eine dicke, fette Empfehlung geben. Also Leute, wir haben hier noch ein Game auf unserer Liste und zwar Sekiro. Wer würde das hier übernehmen? Ja, ich könnte schon zocken. Ja, hätte ich auch auf jeden Fall Bock drauf, das zu machen. Aber Leute, ich warne euch, mit der Schwierigkeit, das ist genauso wie Dark Souls, also stellt euch darauf ein, ihr werdet sterben. Oh, ja, Moment, meine Freundin ruft an. Ja, ja, okay, ja, ich bin auf dem Weg. So. Schon. Oh, du Digga, ich krieg richtig Bauchschmerz. Oh. Ah, super. Ich sehe hier einen Freiwilligen. Was? Nicht verstanden? Sekiro. Du machst es jetzt. Habe ich schon alles hingelegt, ist schon installiert, ist bereit. Das sind noch Getränke, kein Problem. Und ein Spitzzug. Und ja, viel Spaß. Ja, ja, passt schon. Super, danke dir. Danke. Danke, ciao. Oh Mann. Verteidige ihn mit deinem Leben. Wird er gefangen. Hol ihn zurück, was es auch kostet. Sekiro Shadow D Twice ist ein Spiel gemacht von den Dark Souls Entwicklern. Und die Frage, die wir uns alle stellen ist das Spiel denn genauso anspruchsvoll und schwer wie die Dark Souls Reihe und Bloodborne? Also erstmal muss ich sagen, die Grafik ist eine absolute Klasse für sich. Und ein Dark Souls Feeling habe ich auf jeden Fall gehabt. Die Story führt dich durch Bambusgebiete, hohe Berge und ganz alte Tempel. Ach ja, und durch dunkle Höhlen müsst ihr auch ab und zu. Der Gruseleffekt bleibt da allerdings außen vor. Es gibt aktivierbare Checkpoints, in denen ihr Schnellreisen aktivieren könnt. Rätsel und Geheimnisse müsst ihr auch aufdecken. Aber kleiner Tipp, versuch mehr zu parieren als zu blocken, denn damit kannst du einen Todesstoß setzen. Es gibt auch Zwischenbosse und richtige Bossfights. Die sind, finde ich, deutlich schwerer, als man glaubt. Vielleicht fragst du dich ja sogar, ob man in Sekiro auch leveln kann. Ja, das kann man, allerdings bringen diese Ränge dir eigentlich auch nicht besonders viel. Das triggert mich! Was dir aber allerdings was bringt, ist, durch dieses Leveln kriegst du Punkte. Und mit diesen Punkten kannst du dich skillen und kannst coole Kombos und Special-Attacken freischalten. Aber jetzt kommen wir mal zur größten Frage. Ist Sekiro wirklich genauso schwer wie die Dark Souls-Spiele? Ja und nein. An sich ist das Spiel eigentlich ein ziemlicher Softie und viel, viel einfacher als Dark Souls und Bloodborne. Allerdings die Bosskämpfe fand ich sehr schwer und anspruchsvoll und gab dann schon wieder dadurch ein richtiges Dark Souls-Feeling. Auf jeden Fall können wir dir eine ganz große Empfehlung geben, denn wir hatten mit Sekiro absolut oberheftigen Spaß. Also den größten Daumen, den wir zur Verfügung haben, geht hoch für Sekiro. Es gab schon Dutzende Mario-Spiele und ein paar andere Charaktere bekamen dann auch Games. Das beste Beispiel dafür ist tatsächlich Yoshi, der mittlerweile schon einige Spiele bekam. Jetzt kam ein neues Yoshi raus namens Yoshi's Crafted World. Das ist sogar noch knuffiger als alle Yoshi-Spiele, die wir je gespielt haben. Ihr hüpft durch eine farbenfrohe 2D-Welt und müsst eure Level bestreiten. Alles sieht so friedlich aus, wäre da nicht Baby Bowser und der Zauberer Kamek, die mal wieder für Unruhe sorgen und sich die Juwelen von Yoshi schnappen wollen. Das geht allerdings komplett schief und alle Steine landen irgendwo anders. Jetzt muss Yoshi eben alle Steine wieder einsammeln. Was allerdings eine Neuheit ist, obwohl dieses Spiel eigentlich ein 2D-Spiel ist, kannst du trotzdem Sachen im Hintergrund abschmeißen.
Das ist neu und gab's in den Yoshi-Spielen eigentlich auch noch nicht. Aber kleiner Tipp, versucht das Ganze auch im Hintergrund abzuschmeißen, denn meistens sind dort eben Münzen versteckt und die können dir weiterhelfen. Denn mit diesen Münzen kannst du dir dann neue Kostüme kaufen für Yoshi. Es gibt tatsächlich sogar noch einen Easy-Mode. Da könnt ihr entspannt durch alle Maps fliegen und habt eigentlich kaum Schwierigkeiten. Aber leider muss ich sagen, das ist dann so easy. Das könnten wahrscheinlich sogar meine Großeltern spielen. Was ich aber leider prinzipiell sagen muss, ist, dass dieses Spiel nicht besonders anspruchsvoll ist. Selbst im klassischen Modus hast du eigentlich kaum eine Herausforderung. Es gibt sogar einen Koop-Modus, aber der ist eigentlich mehr nervig als hilfreich. Entweder landest du aus Versehen auf dem Rücken des anderen Yoshis, saugst ihn aus Versehen ein und musst ihn dann leider meterweit schmeißen. Oder was auch sehr nervig ist, ist, dass du den Vordermann aus Versehen mit deinen Eiern abschmeißt, weil er die ganze Zeit im Weg ist. Also wir fanden Yoshi eigentlich ein ganz nettes, putziges, kleines Spielchen, aber wir denken, dass damit eher die jüngere Generation angesprochen wird. Aber lustig war es auf jeden Fall allemal. Max? Ja? Kamera ist da. Ach so. Also, bevor es weitergeht, Marci, die News. Hi, ich bin Marci, ich präsentiere euch heute ein paar News und wir fangen mal an im Bereich Gaming. Vor ein paar Wochen gab es mal wieder Nintendo Direct und vollkommen unerwartet kündigte Nintendo ein neues Pokémon namens Schwert und Schild an. Hier gibt es eine neue Gegend zu erkunden namens Galar. Die Grafik erinnert ein bisschen an The Legend of Zelda Breath of the Wild und die neuen Starter-Pokémon haben wir für euch natürlich auch schon zu Gesicht bekommen. Chimpep, Hoplo und Mimeo sind diesmal die neuen Starter-Pokémons und das Ganze soll sogar noch 2019 erscheinen. Also ich bin mal so gespannt, ob das Ganze so durchgesetzt wird, wie sie es angekündigt haben. Rocksteady hat getwittert, dass sie aktuell an einem großen Projekt arbeiten und zwar haben sie leichte Anspielungen gemacht, dass es vielleicht ein neues Batman werden könnte. Bestätigt ist es zwar noch nicht, aber zumindest sieht es so aus. Eigentlich meinte Rocksteady damals, dass Arkham Knight der letzte Batman-Teil sein wird. Das war es ja auch, aber der letzte Teil von der Arkham-Reihe. Es wäre aktuell gut denkbar, dass sie vielleicht an einer neuen Reihe arbeiten oder in eine komplett andere Richtung gehen. Aber was letztendlich rauskommt, da müssen wir uns überraschen lassen. Overkill The Walking Dead kommt doch nicht? Die Entwickler von Starbreeze gaben preis, dass sie es ein wenig unterschätzt haben, ein richtiges The Walking Dead Game zu machen. Die PC-Version wurde nie wirklich durchgepatcht und die Konsolenversion wurde auch komplett abgeblasen. Dann sagte der ehemalige Studiochef auch noch ganz frech, dass er die Schuld an seinen eigenen Mitarbeitern zieht, da sie keine wirkliche Liebe zu dem Spiel zeigen. Skybone reichte diese Aussage und trennte sich daraufhin von Starbreeze. Sie meinten, es wird eines Tages ein richtiges The Walking Dead Game kommen, aber mit diesem Projekt haben sie sich wohl voll verrannt. Mal schauen, ob das neue Batman kommt. Ich bin natürlich sehr gespannt. Und was haltet ihr überhaupt von Apex? Ich finde das Spiel persönlich sehr cool. Schreibt es mir unten in die Kommentare rein, was ihr davon haltet. Und natürlich gibt es auch wieder jede Menge Film-News. Disney startet jetzt seinen eigenen Streaming-Dienst namens Disney Plus. Ich finde das Ganze zwar auf einer Seite cool, weil du die ganzen Star Wars und die ganzen Disney-Filme sehen kannst, aber auf der einen Seite finde ich es ein bisschen doof, weil die ganzen Netflix-Nutzer und die ganzen Prime-Nutzer wieder was komplett Neues vor sich haben. Und ich denke mir, hey, wie viele Streaming-Dienste soll ich denn noch nutzen? Mich würde mal eure Meinung dazu in den Kommentaren interessieren. Amazon hat die Dreharbeiten zu der Serie Herr der Ringe begonnen. Viele Fans sehen es kritisch, da Amazon jetzt noch nicht die Welt an Filme gedreht hat und Herr der Ringe eben eine sehr schwierige Geschichte hat. Aber ich gebe persönlich Amazon eine Chance, obwohl ich das Ganze natürlich auch sehr kritisch sehe. Kennst du das Spiel Alien Isolation? Ja, das Spiel war ein richtiger Klassiker und jetzt soll sogar eine animierte Serie dazu rauskommen. Wann die Serie geplant ist, steht noch nicht ganz fest, aber bis sie rauskommt, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Das war's auch schon wieder mit meinen News. Ich gebe wieder zurück an die Moderatoren Max und Marco. Ciao! Aber nicht nur in der Gaming-Welt ist viel passiert, sondern auch in der Filme- bzw. in der Serienwelt ist sehr viel geschehen. Ja, denn Netflix hat sich nämlich gedacht, hey, wir hätten mal voll Bock, wieder eine Superhelden-Serie zu machen und hat deshalb die Titans gedreht als Serie. Und The Walking Dead hat sich auch zurückgemeldet. Und zwar Anfang Februar haben sie dann die zweite Hälfte von Staffel 9 veröffentlicht. Also nicht die ganze Hälfte, sondern da kommt ja wöchentlich Folgen raus. Und wir haben das Ganze angeschaut, beziehungsweise Marco hat das Ganze angeschaut und er moderiert das Ganze. Viel Spaß. DC-Serien kommen eigentlich immer sehr gut an, also hat man versucht, das Ganze noch weiter auszubauen. Somit wurde die Serie Titans produziert und wir haben uns anfangs auch sehr gefreut darüber, dass die Titans auch endlich mal verfilmt wurden. Wir haben also bis zum Release gewartet und uns dann gleich die ganze Staffel gegönnt. Und naja, die Serie war nicht mal gut. Bruce Wayne kriegt man nie zu Gesicht.
Die Charaktere werden sehr komisch dargestellt und die Staffel zögert sich nur so raus. Also ich muss leider sagen, dass die Serie wirklich nicht allzu gut war und kann sie dir leider nicht empfehlen. Aber trotzdem, schau doch einfach mal auf Netflix und bilde deine eigene Meinung. Ja, ich bin definitiv ein riesengroßer Fan von The Walking Dead. Deswegen fand ich es auch so unendlich schade, dass die 8. Staffel nicht so gut ankam. Aber dann wurde der Regisseur gewechselt. Und zwar hat Angela Kang die ganze Sache übernommen. Die Leute waren sich nicht sicher, ob sie als neue Regisseurin geeignet dafür ist und ob sie The Walking Dead wieder aufleben lassen kann. Aber man muss sagen, sie hat das absolut gemeistert. Trotzdem war es ein ziemlicher Tiefschlag zu hören, dass Andrew Lincoln, aka Rick Grimes, die Hauptfigur von The Walking Dead, aufhören wird. Man kann ihn natürlich verstehen, er möchte mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und deswegen nicht mehr so oft am Set sein. Also entschied man sich, den Charakter Rick Grimes aus der Serie zu streichen. Und er sollte in der 9. Staffel nur ganze 5 Folgen zu sehen sein. Das geschieht auch noch alles in der A-Hälfte. Denn wie jeder weiß, besteht eine Staffel von The Walking Dead aus 16 Episoden. 8 ist Seite A und die anderen 8 ist dann Seite B. Erst kommen die ersten 8, dann gibt es eine Pause und dann kommen die nächsten 8. Jetzt geht es um die B-Seite, also um die letzte und quasi das Ende der ganzen Staffel. Aber kurz noch ein paar Worte zur A-Seite. Dort wurde ja dann Rick aus dem Spiel genommen und sie haben gleich einen Zeitsprung gemacht von über 6 Jahren. Und die neue Gefahr, die sie sich entgegenstellen müssen, sind die Whisperers. Das sind Menschen, die sich die Haut von Beißern abgezogen haben und übergezogen haben und dann einfach in der Wildnis lebten. Mit der Anführerin Alpha und dem bestialischen Gehilfen Beta. Am Ende der 8. Folge, also am Ende von A, sind wir mit einem ziemlichen Cliffhanger hängen geblieben. Und zwar haben sie rausgefunden, dass die Whisperers existieren. Allerdings wusste keiner, wie geht's dann weiter. Und dann wurde es endlich gezeigt. Alpha stellte sich das erste Mal vor, es gab schon den ersten Kampf zwischen Daryl und Beta. Und der ganze Krieg nahm so langsam seinen Lauf. Das ist auch mit einer der ersten Male, dass ich wieder seit sehr langer Zeit wirklich Gänsehaut bei einem Ende von The Walking Dead hatte. Denn irgendwie nach einer Zeit hat das Ganze ein bisschen seinen Glanz verloren. Und als Rick dann gegangen ist, gleich 3-mal. Aber obwohl Rick nicht mehr da ist, haben sie es trotzdem geschafft, das Ganze so zu gestalten, dass man sich dann mehr nicht nur auf einen Charakter fokussiert, sondern gleich auf alle Charaktere fokussiert. Denn es gibt ja nicht nur einen Überlebenden, sondern sind alle Überlebenden. Ich persönlich fand die B-Seite von Staffel 9 auf jeden Fall schauenswert und kann die ganze 9. Staffel auf jeden Fall weiterempfehlen. Wir wären ja nicht Nerd-TV, wenn wir euch nicht noch sagen würden, was es noch für Filme gab. Marvel meldet sich nun mit Captain Marvel und ich habe mir das Ganze angeschaut. Und hier kommt meine Bewertung. Ich werde ihn beenden. Ich glaube, kein Marvel-Fan hätte je gedacht, dass Captain Marvel mal verfilmt wird. Umso größer war die Freude, als wir erfuhren, dass kurz vor Ende der Avengers Captain Marvel noch eingeführt wird. Wir sind mit sehr großen Erwartungen da reingegangen und wurden auch nicht enttäuscht. Die Animation sowie die Story war der absolute Wahnsinn. Es gab hier und wieder Dinge, die man nicht ganz versteht, wenn man die anderen Marvel-Filme nicht gesehen hat, aber im Normalfall kann man sich den auch reinziehen, ohne die anderen gesehen zu haben. Es gibt sogar ein vollständiges Video, was wir dazu gemacht haben und wo wir gewisse Dinge nochmal in Detail angesprochen haben. Aber sei gewarnt, dort ließen sich gewisse Spoiler nicht vermeiden. Also drück einfach nur auf den i-Punkt und dann kommst du auf das Video. Auf jeden Fall alles in allem fanden wir den Film genial und können dir eine dicke, fette Empfehlung geben. Aber nicht nur im Gaming-Bereich ist viel passiert, sondern auch im Film- bzw. Serienbereich. Ja. Ja, es gibt ja. Ja. Ja, ja. Ja, Leute, das war's mit NerdTV. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören und hier könnt ihr einfach mal draufklicken und abonnieren. Genau. Und bei Marco, mir gibt es noch ein paar Videos. So. Ja. Ja. Was macht ihr noch hier? Hier? Hier. Liken, kommentieren vielleicht noch. Ja. Ja. Geh mal.